Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich mit euch meine leckeren Schinken-Käse-Croissants machen, die man wirklich super schnell am Sonntag mal eben nebenbei machen kann und als kleine Abwechslung zum Frühstück. So, was brauchen wir? Wie sich aus dem Namen schon ergibt, Schinken-Käse-Croissants, macht es wohl Sinn, dass wir zunächst mal Croissants haben. Wenn man die nicht selber machen will, was man natürlich auch machen kann, aber wenn es dann mal schnell gehen muss, dann kann man hier diese Fertigmischung nehmen von Knack und Back, habe ich hier genommen. 6 Croissants, die lassen sich gut verarbeiten und da muss man wirklich keinen großen Zirkus machen. Die Küche bleibt halbwegs sauber, man muss keinen Teig selber anrühren. Also das ist ganz gut, wenn es schnell gehen muss, habe ich jetzt heute mal genommen. Dann brauchen wir natürlich Schinken. Beim Schinken habe ich heute ein Bresaola genommen. Das ist ein luftgetrockneter Rinderschinken, der sehr lecker ist und der ist vor allem sehr mager. Deswegen essen wir den auch gerne. Ja, und Käse. Ich habe hier einen normalen Emmentaler genommen, hier schon fertig gerieben, damit das heute am Sonntag wirklich alles ganz schnell geht. Dann habe ich Creme Fraiche hier, die 30%, also ruhig etwas fettiger, etwas mehr für den Geschmack. Und wir brauchen noch ein Ei, weil ich nachher die Croissants mit Eigelb ein wenig bepinseln werde, damit sie eine schöne goldene Farbe kriegen. Ja, als Werkzeug braucht man nicht viel, vielleicht noch ein Messer, nachher einen Löffel. Und dann habe ich hier so eine ganz praktische kleinere Teigrolle, habe ich mir mal angeschafft, von Pampered Chef ist die, glaube ich. Das Ding hat mich wirklich überzeugt, weil sie schön handlich ist und nicht immer so ein riesen Nudelholz dann auf dem Blech liegt oder auf der Arbeitsplatte. Also schauen wir mal. Ja, ich fange mal an mit dem Teig, den ich erstmal aus der Packung hole. Ich verteile jetzt ein bisschen von der Creme Fraiche auf den Croissants. Nicht viel, denn man kriegt sie sonst hinterher nicht mehr zusammengerollt. So, jetzt belegen wir die Croissants zunächst mit dem Schinken. Auch da ist gut, dass der Bresaola sehr dünn ist und nicht so dick aufträgt. Dann können wir hinterher besser zusammenrollen. Und wir belegen jetzt die Croissants jedes mit 2 von den Bresaola Schinkenscheiben. Das reicht. Das wird ohnehin eine ziemlich würzige Mischung nachher werden. Wem der Bresaola vielleicht zu würzig ist, der kann das auch gerne mit Kochschinken probieren. Das funktioniert auch gut. Das ist auch geschmacklich ganz lecker und ist nicht ganz so salzig wie diese Variante hier mit dem Bresaola. So, erste Lage. Der Schinken ist auf den Croissants. So, jetzt kommt der Käse auf die Croissants. Und auch hier braucht man nicht so viel. So, dann fangen wir mal an, die Croissants zusammenzurollen. Geht auch ganz gut. Dann kann man die noch so ein bisschen formen und dann sehen die schon ganz schick aus. Ja, das ist doch ganz gut geworden. Jetzt mal ein bisschen sauber packen, die Croissants aufs Blech
und bestreichen sie dann noch mit Eigelb, bevor sie in den Ofen gehen. So, weiter geht's. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, habe inzwischen die Croissants auf mein Backblech getan. Ich habe auf den Backblechen immer solche Backmatten, deswegen brauche ich eigentlich kein Backpapier mehr. Wem das nicht gefällt, der kann natürlich gerne Backpapier noch darunter legen, aber auf den Backmatten hier, da bleibt eigentlich auch nichts an. Zwischenzeitlich habe ich mein Ei getrennt, habe hier mein Eigelb, habe das jetzt ein bisschen verrührt und werde jetzt die Croissants, damit sie eine schöne Farbe annehmen, mit dem Eigelb bestreichen. So, fertig. Und damit sind die Croissants fertig für den Ofen und können gebacken werden. So, das sind die guten Teile. Sehen lecker aus und haben bei mir im Ofen auch tatsächlich nur 12 Minuten gebraucht. Ja, die sind natürlich jetzt noch sehr heiß, aber ich finde, sie sehen schön aus. Ja, hier so ein paar Zipfel nach oben, ist nicht so ganz Konditor-like, aber sehen ordentlich aus. Und wenn sie etwas abgekühlt sind, dann probieren wir sie mal. Ja, ich denke, es hat geklappt. Sie sehen auf jeden Fall lecker aus, sind immer noch relativ heiß, aber wundervoll. So sollte es sein. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der Käse ist wundervoll geschmolzen und hat sich mit dem Schinken und dem Croissant verbunden. Ja, das war es erstmal für heute hier mit meinen Schinken-Käse-Croissants. Schnelles Sonntagsfrühstück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.